Boah, cleaner Übergang. Cleaner Übergang. Okay. Ich bin mir sicher, dass diese Memes meine Persönlichkeit angreifen und mich verletzen. Ui, oh, was? Was? Warum? Anne! Leute haben Terrasse, Leute haben Balkon. Ich chill hier auf Fensterbank und sonne mich, wallah. Chill ich aber. Schon du kleiner Cape, du willst da oben, bist du fett, hä? Ja, Maniac! Der ist so dick, aber noch nicht. Spring, du Fettsack! Spring, Kinder! Du schaffst es, ja, Mann, ja! Warte! Warte nochmal! Die arme Ratte, Digga. Kletter hoch, ja, Kelp! Du schaffst das, ja, Mann, ja! Du schaffst das, geh da hoch! Wallah, der hat Angst, warte, nicht so viel Licht da, wallah! Du schaffst das, du Fettsack, geh da hoch! Was? Haram, der hat Angst, der hat Angst! Geh mal weg! Tut dir mal wieder auf andere Seite! Haram, ja, wallah, der hat Angst! Ja, Digga, yo, what the fuck? Oder wenn du schon mal wissen wolltest, wenn man mit Fliege Gassi geht, und ich zeig dir, Bruder, du machst Knoten an Kopf, danach gehst du mit der Fliegen, Bruder, die fliegt vor. Eine gefährliche Körperverletzung wird gemeldet. Die Streife folgt einem Verdächtigen. Der ist auf dem Fahrrad Richtung Braunstraße unterwegs. Der hat eine schwarze Jacke und hinten drei goldene Streifen drauf. Das ist einfach er hier, Digga. Er sitzt einfach hier. Er sitzt einfach hier. Er sitzt einfach hier und tut so. Ach du Scheiße. Oh. Mischa, hör mal, du siehst aber echt groß aus, ne? Eie. Wenn Boss Eie, ja, aber ne Eie. Sind die Deutschen immer so groß? Ah, Hepsi. Ja? Hepsi. Wodurch kommt das? Ben Türkçe. Ben Jogama. Sen Alman dir. Ja, Men Melles. Sen Melles. Melles. Anne Alman, Baba Kür. Digga, ich würde auch so gern Türkisch sprechen, no joke. Okay. Walla Ekmek Oran Schafsen. Tabi Cane. Sen? Ach, Ben Boy, 1,68. Oh, Sen Küçük Adam. Nein, Küçük Adam. Küçük Adam. Zwerg. Zwerg. Aber weiß ich nicht. Super, das Mann, Problem ist, ich kann keine richtigen Sätze bilden. So. Ich kann nur so einzelne Wörter. Ne? Ja, aber ist auch gut, ja. Mann, du kannst viel Türkisch, ja, super Türkisch. Doch, da kann ich. Respekt, Mann, Respekt. Doch, da kann ich. Was hast du nochmal gefragt? Korken? Korkenzieher auf Türkisch. Was? Junge, what the fuck, Digga? Digga, what the fuck? Oh mein Gott. Ach du Scheiße, Bro. Ach du Scheiße, Digga. Oh mein Gott, wie schrecklich. Ich werde Vater und ihr wisst ja, dass ich eine Katze habe und die ist einfach schwanger. Mom. Dicker Schwert. Bro, was? Ganz kurz. Was? Ich werde Vater und ihr wisst ja, dass ich eine Katze habe und die ist einfach schwanger. Digga. Also ich sag's wie es ist, rein biologisch jetzt gesehen, ist das eher eine schwierige Angelegenheit. Dicker, ich weiß schon, wer das ist. Ich hab gar keinen Bock auf ihn, wallah billah. Sag, eines Tages ist sie um wegen den Jungen, ja.
Dicker, lösch meine Nachtbilder. Schämst du dich nicht, 3.30 Uhr wieder zu klopfen? Bruder, ich brauch Brieftaube, ganz wichtig. Bruder, was für Brieftaube? Was erwartest du von mir? Bruder, Bewerbung, ich muss schicken, überall. Annie, danke schön, Kuss. Brieftaube. Dann warte ich gut nach, was ich da habe. Bruder, frag mich nicht, warum, zufällig, weil ich habe einen gefunden. Ihr wird schon Cousin. Ich küsse deinen Augen, Bruder, hat er Garantie? Ja, er hat Garantie. Wie lange? 3 Jahre. Ich küsse deinen Augen. Hade, Bruder. Zu klären. So, der große Jarak wünscht dem Sucuk alles Gute zu seinem 50. Geburtstag. Auf geht's, geht's, geht's. Da bist du in einem richtigen Scherzbold aufgesessen. Ne? Muss ich jetzt mal nicht übersetzen. Also ich würde sagen, jeder Offenbacher weiß ungefähr, was diese Worte bedeuten. Wird auch an der Kamera gegrinst. Lars, erkläre ich dir in der Halbzeitpause, was diese Worte bedeuten. Na gut, dieses jugendliche Fachjargon. Ja, ja, also da sind ein paar richtige Comedy-Götter gerade an der Tastatur gewesen. Willst du immer zucken, Alter? Willst du immer zucken? Der eine Arzt, der heute schon den 8. Epilepsie-Patienten behandelt hat. Was zuckst du denn die ganze Zeit, Alter? Ich weiß nicht, ob das, also, ich weiß nicht, ob ein Arzt so reagiert. Was zuckst du denn da? Du bist der Nächste! Selam aleyküm abi. Yanları sıfır yap, üstten biraz kısalt. Şurada bir çizik atarsın. Tamam, Seiten auf Null hast du erklären können. Tamam, das ist kein Problem. Und jetzt Übergang. Wie willst du Übergang erklären? Was ist Übergang auf Türkisch? Dayı, konuşsana. Anlamadım dayı. Yanları sıfır, tamam da yani çizgi de aldık, tamam dayı. Yani anlamadım tam dayı. Anlatsana sen. Niye anlatayım onu dayı? Tamam dayı yani. İşte dediğim gibi yanları sıfır. Kanka, gördüm. Komm mal her, Kleine. Mahmut, guck, dass du Land gewinnst. Nicht hier spielen, ja? Wir haben Sonntag. Wir machen das am Sonntag nicht. Vielleicht in der Türkei, okay? Ist nicht böse gemeint. Ab! Scheiß Deutsche. So, moin, ihr Schlingel. Hoffe, euch geht's gut. Gerade angekommen hier auf Malta, Digga. Memoabi ist natürlich auch am Start. Da hinten geht's dann durch ans Meer. Oh, Bruder. Schöne Runde schnorcheln, da sehe ich mich drinne. Tut einfach gut, wieder hier zu sein. Jetzt gehen wir dann jedenfalls eine fette Runde abschmatzen, Digga. Und danach, yalla, ab ins Casino. Vor Videoumdrehung. Diesmal hier auf Malta hoffentlich ohne Bann. Lull. In diesem Sinne, Freunde, macht's gut. In diesen Storys erfährt man ja wirklich gar nichts. Also diese Storys sind so aussagekräftig. Der Name Lisa wird rückwärts auch Lisa ausgesprochen. Nein. Asil. Ich weiß, ihr glaubt mir jetzt nicht, aber ich kann es euch auch schnell zeigen. Lisa. Boah, Junge. Und Situation und zum Glück für die deutsche U21 hat Jakob Brünn-Larsen da nicht die Ruhe. Wenn er da in den Rückspiegel schaut und sieht weit und breit kein Schwarzer in der Nähe. Also einer mit einem schwarzen Trikot. Digga. Dann wird's ganz eng. Ganz gefährlich, Digga. Deutschland kommen. Andi! Wir Türke wollen im Augenblick! Digga, jeder kennt ihn. Memoto, Türken DNA! Ich sag nur, Türkiye, 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 Türkiye! Champion! Türkiye! Champion! Türkiye! Türken machen das Unmögliche immer möglich! Wir wollen einfach umbringen! Digga, es ist Fußball! Es ist Fußball und immer möglich! Wir wollen einfach umbringen! Aber dann! Digga, ich liebe diesen Clip so sehr! Ich liebe diesen Clip so sehr! Wisst ihr, was dann passiert, Jungs? Wisst ihr, was dann passiert? Wir haben gewonnen! Wir haben gewonnen! Türkiye! 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 Ich sag nur Tschechien, Mann, genauso! 100, wenn wir das geschafft haben, wir sind im Finale, ich verspreche es euch! EM gehört uns!
Wir werden Deutschland kaputt machen! Ja! Einfach umbringen. Ich liebe es. Schanbrock, Alter. Barella zu Berardi. Berardi 1-0 Italien. Und es war ein Eigentor von Meriel Demiral. Das ist kein origineller Türke. Das ist kein Türke. Echt, ohne Scheiß.